Wann wird die Rente im Monat Juni 2023 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben ja seit Beginn 2023 für jeden Monat mal beleuchtet, wann für in jedem jeweiligen Kalendermonat die Rentenleistungen fällig werden. Und für den Monat Juni 2023 gibt es da keine großen Überraschungen. Aber ich will Ihnen ganz einfach mal sagen, wann und wie, also wann die Rente ausgezahlt wird und warum das letzten Endes so ist. Also schauen wir uns einfach mal an. Ich habe hier mal den Kalender hochgefahren. Der Monat Juni, der besteht ja aus 30 Tagen. Ja, der 1. bis zum 30. und der 30. Juni ist ein Freitag. Meines Kenntnisstandes auch ist der 30. kein gesetzlicher Feiertag. Und in der gesetzlichen Regelung zur Fälligkeit von Rentenleistungen im Paragraph 118 Absatz 1 steht Folgendes geschrieben. Ich habe das schon mal so ein bisschen angeteasert hier oder angemarkert. Laufende Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes werden am Ende des Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Sie werden, das ist jetzt das Entscheidende, sie werden am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Das heißt also, am letzten Bankarbeitstag des Monats Juni, und das dürfte nach meinem Kenntnisstand, ja, ich schalte nochmal um, hier der 30. Juni sein. Oh, entschuldigen Sie bitte, das ist der 30. Juni. Und am 30. Juni ist der letzte Bankarbeitstag. Und an diesem Tag, meine Damen und Herren, werden alle gesetzlichen Renten ausgezahlt. Und zwar Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten. Selbstverständlich kommen dann auch noch Unfallrenten dazu und die Renten der Landwirte. Ja, also bitte nicht zu unterscheiden oder bitte nicht zu verwechseln mit Betriebsrenten. Betriebsrenten werden nach völlig anderen Vorschriften und Vereinbarungen ausgezahlt. Das hat also nichts. Betriebsrenten werden nicht nach dem System des Paragraph 118 Sozialgesetzbuch Nr. 6 ausgezahlt. Und zwar wird am 30.06. die Auszahlung auf Ihrem Konto der Rente vorliegen, und zwar für die Monatsrente Juni, wenn Sie nachschüssig Rentner sind, das heißt also Ihre Rente nach dem 1.4.2000 und 2004 begonnen hat, Ihre Rente, oder vorschüssig für den Monat Juli 2023, wenn Ihre Rente vor dem 1.4.2024 begonnen hat. Das heißt also, für uns in Deutschland unterscheiden wir zwei Fälligkeitstermine, einmal die Fälligkeit der Rente für den Monat Juli, die wird im Juni gezahlt bei vorschüssiger Rentenleistung, und die Monatszahlung Juni für den laufenden Monat Juni bei nachschüssiger Zahlung. Das heißt also, alle die Rentnerinnen und Rentner, die vorschüssige Rente bekommen, die werden sich freuen, denn die bekommen nämlich dann am 30.06. auch schon die Rentenerhöhung mit eingerechnet, die ja zum 1.7.2023 kommen wird. Und diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die nachschüssig ihre Rente bekommen, die bekommen ihre Rentenerhöhung erst am Ende des Monats Juli mit der laufenden Rente für den Monat Juli ausgezahlt. So ist die gesetzliche Regelung. Meine Damen und Herren, damit ist klar, am 30.06., das ist ein Freitag, kein Feiertag, kein Bankfeiertag, sondern ein ganz normaler Arbeitstag, ein Bankarbeitstag, wird die Rente im Monat für den Monat Juni ausgezahlt oder für den Monat Juli, je nachdem, ob die Rente vor- oder nachschüssig gezahlt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.